Herzlichen Glückwunsch. Wie schön, Sie hier gemeinsam zu erleben. Es ist für mich ganz toll, den ersten Platz beim Bonifatiuspreis mit unserem Kinderpilgerweg in Techte gewonnen zu haben, weil es ja für mich und meine künstlerische Arbeit zeigt, dass der Weg richtig ist, Kindern Mut zu machen und mit ihnen zu arbeiten und den Glauben auf die Straße zu holen. Das ist also etwas, was für unseren Wallfahrtsort Techte auch von besonderer Bedeutung ist. Denn so wird der Weg auch für Schulklassen, für Erstkommuniongruppen, aber auch einfach für Familien, die diesen Weg gehen wollen, auch bekannt. Für uns ist es eine große Wertschätzung der Arbeit, die wir vor Ort in der Pfarrei so leisten. Es ist ein Dienst an den Familien, Familien, die in Situationen der Trauer oft allein gelassen sind. Wir kommen mit diesem Trauerkoffer nochmal ganz praktische Hilfe, wie sie umgehen können mit ihren Kindern. Die Rakiki Radio Kinderkirche ist ein Livestream und im regionalen offenen Bürgerfunk betriebenes Format, Hörspielformat Kindergottesdienst als Hörspiel, das einlädt, niedrigschwellig Kirche und Glauben zu erleben. Und da freuen wir uns natürlich besonders über die Auszeichnung mit dem Bonifatiuspreis, der uns bestärkt, weiterzumachen. Der Preis ist eine ganz tolle Auszeichnung für all die Ehrenamtlichen, die sich rund um die Uhr für Menschen in Not eingesetzt haben. Und wir freuen uns riesig darüber. Und es wird uns auch ein Ansporn sein, uns zukünftig nach unseren Möglichkeiten für Menschen einzusetzen.